Moin. Vor einigen Wochen habe ich ja schon mal in einem Video vorgestellt, wie man die Technik-Hubs, also die Technikfahrzeuge, die ferngesteuert sind, aber eigentlich nur per App steuerbar sind, auch mit der normalen Lego-Fernbedienung fernsteuern kann, also mit der Powered-Up-Fernbedienung. Ich blende hier jetzt auch noch mal ein Bild ein. Auf jeden Fall geht das eben inzwischen. Dafür brauchen wir ein paar Bricks. Und wie man das Ganze installieren kann, das habe ich eben schon damals im Video gezeigt. Aber für Windows. Und es kann ja gut sein, dass nicht alle meine Zuschauer Windows benutzen, sondern vielleicht gibt es auch welche, die das mit dem Handy machen wollen. Mit dem Handy kann man ja auch die Sachen mit der Powered-Up-App programmieren. Und dementsprechend möchte ich heute zeigen, wie man seine Control-Plus-Fahrzeuge über ein Android-Telefon fernsteuern kann, beziehungsweise wie man ein Programm auf die Hubs laden kann, sodass man die direkt mit der Powered-Up-Fernbedienung steuern kann. Denn wenn das erstmal hochgeladen ist, ist keine App mehr notwendig, keine Störung mehr notwendig, man braucht nur noch die Fernbedienung, das Fahrzeug und kann loslegen. Wie gesagt, ich zeige das jetzt mit Android. Was man dafür braucht, ist ein Chrome-Browser, also einfach Google Chrome oder den vorinstallierten Browser. Da muss man hier die zwei Seiten aufrufen: beta.pybricks.org und github.com/tcno/pybricks-remote-layouts. Ich werde auch beide Seiten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Seite hier, die habe ich gemacht, gibt es einfach eine Liste mit den ganzen Programmen oder mit den ganzen Konfigurationen für die Fahrzeuge. Also die sind hier set-spezifisch. Da muss man nichts mehr selber programmieren. Man kann einfach hier den Code für die entsprechenden Sachen kopieren. Und dann kann man das hier mit Pybricks hochladen. Mit beta.pybricks.org. Hier müssen wir aber als allererstes einstellen, dass das Programm in der Firmware enthalten ist. Denn sonst würde nur die Pybricks Firmware ohne das Programm hochgeladen werden. Und dann würde halt das Programm nicht auf dem Hub sein. Und dann müssten wir das immer vom Handy aus starten. Aber wenn wir das hier in die Firmware inkludieren, dann brauchen wir das nicht. Und als nächstes müssen wir uns hier auswählen, welches Fahrzeug wir benutzen oder welches Set wir haben. Die unterstützten sind hier aufgelistet. Die habe ich auch selber getestet. Also die funktionieren sehr gut. Dann gibt es eins, den Bulldozer, wo schon jemand anders ein Programm geschrieben hat. Das können wir uns auch nochmal kurz angucken. Da habe ich auch direkt den entsprechenden Kommentar verlinkt, zu dem er eigentlich springen sollte. Na gut, macht er anscheinend nicht. Das ist auf jeden Fall das hier. Kann man dann auch einfach kopieren. Also zum Beispiel das hier. Und dann gibt es noch zwei Sets, zu denen ich ein Programm geschrieben habe, ohne die zu haben. Das heißt, ich kann nicht garantieren, dass die Programme funktionieren, aber theoretisch sollten sie, denke ich, funktionieren. Und dann gibt es hier ein Set, das noch nicht unterstützt wird, aber ich denke, das wird auch noch in der Zukunft geändert. Und dann gibt es noch ein paar, da braucht man das Programm nicht für, aber die sind ja nicht relevant. In dem Video hier, das kann ich auch mal kurz zeigen, habe ich den Buggy aus Lego Technik, also in diesem Fall den Offroad Buggy. Der hat die Nummer 42124. Die steht auch auf der Anleitung und auf der Verpackung und so drauf. Dann kann ich einfach drauf gehen und den ganzen Code hier von oben bis unten kopieren. Um den zu kopieren, können wir einfach hier oben auf dieses Copy Raw Content Symbol gehen und dann hier auf Pybricks Beta gehen und das Ganze eben einfügen. Und schon ist das Programm hier in dem Codefenster drin. Also das hier ist einfach das Programm, das verbindet sich mit der Fernbedienung, konfiguriert dann die Steuerung, weil der Motor als Server benutzt wird, der eine, und dann kann man das eben steuern. Jetzt müssen wir das Programm hochladen auf den Hub. Dafür müssen wir den erstmal in den Update-Modus bringen. Ich werde auch am Ende des Videos zeigen, wie man wieder sich mit der normalen Control+-App verbinden kann oder mit der Powered-Up-App. Aber jetzt müssen wir erstmal den Hub in den Update-Modus bringen. Dafür müssen wir die mittlere Taste lange gedrückt halten. Bei dem City Hub, bei dem hier mit zwei Anschlüssen, muss man erstmal alle Sachen abziehen, alle Kabel, weil der sonst nicht in den Update-Modus kommt. Hier können wir einfach auf die Taste drücken, bis die lila blinkt. Dann können wir hier auf der Pybricks Firmware auf diesen Button hier gehen, Install Pybricks Firmware. Dann sollte ich hier theoretisch das Ganze finden.
beziehungsweise hier erstmal das Ganze zulassen. Die Standortfreigabe ist notwendig, weil das Protokoll die benötigt. Aber es wird jetzt nicht das Gerät direkt lokalisiert oder so. Also das ist alles relativ safe, liegt halt einfach nur an der Bluetooth-Version, die Lego benutzt. Dann können wir hier das Lego Bootloader-Ding auswählen, koppeln. Und jetzt solltet ihr hier oben den Kreis, also mit dem Update-Prozess beginnen. Und die Lichter sollten hier nacheinander aufblinken. Dann kann man auch die Taste loslassen, aber erst, sobald das Ganze in den mehreren Farben leuchtet. Ich kann das auch nochmal einblenden. Hier oben läuft es jetzt weiter. Und dann wird es jetzt einen kleinen Schnitt geben, währenddem das Programm auf den Hub geladen wird. Und wenn das Ganze fertig ist, werden wir uns dann wiedersehen. Jetzt wurde das Ganze installiert und der Hub befindet sich quasi im Hauptmenü. Wir können ihn nochmal ausmachen. Dafür einfach die Taste lange gedrückt halten. Und dann ist der auch aus. Die App brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Das heißt, die kann ich jetzt ausblenden. Und zu kurzem Verständnis, um den Hub einzuschalten, müssen wir einmal auf die Taste drücken. Dann ist der quasi in einem Menü, wo man entweder das Programm starten kann oder sich per Bluetooth verbinden kann. Wir wollen aber das Programm starten. Das heißt, dann können wir jetzt direkt nochmal auf die grüne Taste drücken. Und direkt danach muss man bei der Powered-Up-Fernbedienung auf die grüne Taste drücken. Aber ich würde sagen, das testen wir jetzt auch nochmal in echt aus. Jetzt möchte ich nochmal ganz schnell erklären, wie man die originale Firmware des Hubs wiederherstellen kann. Dafür kann man eben die Powered-Up-App starten oder die Control-Plus-App, das ist völlig egal. Bei dem City-Hub, also dem mit den zweiten Schlüssen, muss man jetzt wieder alles abziehen, weil der ja sonst die Firmware nicht aktualisieren kann. Und dann können wir hier einfach uns über Bluetooth verbinden. Zum Beispiel können wir hier dann auf den Erschaffen-Modus gehen, irgendein Programm öffnen und uns dann per Bluetooth verbinden. Um das zu tun, müssen wir hier wieder lange auf die Taste drücken, bis die LED wieder anfängt in den mehreren Farben zu blinken oder erstmal in lila zu blinken. Dann sollte die App das Ganze erkennen und die Firmware aktualisieren. Das dauert dann wieder ein bisschen und wenn das Ganze so vollständig ist, läuft das Ganze wieder so wie vorher, also kann sich auch wieder mit der Control Plus App verbinden. Das war's dann aber mit diesem Video, vielen Dank fürs Zusehen, hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.